Mein Name ist Gerrit Mann. Heute möchte ich euch eine Brücke aus GFK zeigen, die wir 12-mal gefertigt haben für einen Kunden in den USA. Der hatte das Problem, er brauchte eine Brücke, die eine sehr hohe Tragkraft hatte. Das Ganze musste einfach zu installieren sein und dann auch noch vorgefertigt in Container passen. Frage ist, was heißt große Last? In diesem Fall, ich habe euch eine kleine Skizze vorbereitet, kann man sehen, eine Brücke mit 5,65 Meter Länge, 1,20 Meter an Breite, da kommen 5 Tonnen an Last drauf. Dabei darf diese Brücke eine Durchbiegung haben von maximal 16 mm. In der Mitte hat man noch ein Rührwerk, das das Ganze auch noch nach unten zieht, also noch eine dynamische Last drauf bringt. Von maximal 460 Kilo. Und was wir geschafft haben, ist es halt so hinzubekommen, dass wir eine Durchbiegung hatten, die unter 5 mm liegt. Wir haben euch im letzten Video schon erzählt, dass Faserverbundwerkstoffe eigentlich eine deutlich höhere Durchbiegung haben als Stahl, auch wenn sie unter den Kunststoffen sehr fest sind. Wie löst man das bei einer Brücke, die 5 Tonnen an Last tragen soll? Wir haben uns das überlegt anhand unseres Beispiels hier. Man hat eine tragende Unterkonstruktion aus U-Profilen hier, möglichst an beiden Seiten von dem Geländerpfosten. Man hat das Gitterrost, den Pfosten, der hier eingebaut wurde, das ist in dem Fall ein Quadratrohr 60, was entsprechend stabil auch ist, ist hier ja eingebaut mit zwei Edelstahlschrauben, um Lasten abzutragen. Wir haben hier die Fußleiste, dann haben wir hier die Knieleiste auf der Höhe und hier den Handlauf. Wir haben ja auch schon mal im letzten Video erwähnt, Höhe bringt deutlich mehr Flächenträgheitsmoment, was halt die Durchbiegung günstig beeinflusst. Wir sind hingegangen, haben einfach die Fußleiste an dieser Stelle hier weggenommen und stattdessen nochmal zwei U-Profile angebracht. Die erfüllen gleichzeitig die Funktion der Fußleiste, erhöhen aber auch deutlich die Tragfähigkeit. Wir wollen an dieser Stelle nicht großartig mit Formeln arbeiten, aber wenn euch technische Werte interessieren, dann schaut mal im Internet nach dem Flächenträgheitsmoment. Hier ist das aufgebaut für ein einfaches Rechteck. Hier haben wir die Höhe, die Breite und man kann sehen, dass in dieser die Formel die Höhe mit dem Faktor hoch 3 reingeht. Das heißt also, ein bisschen mehr Höhe sorgt für deutlich mehr Flächenträgheitsmoment. Auf diesen Bildern könnt ihr 6 der 12 fertigen Brücken sehen, sind also alle gleich gebaut, sehen glaube ich für einen Industriebau ganz nett aus. Und hier an dieser Stelle sieht man mal eine einzelne Brücke, hier sieht man also unten die tragenden U-Profile und im Bereich der Fußleiste ebenfalls tragende U-Profile. Das ist ein U200, wir haben also 200 mm, dann 38 mm Gitterrost und nochmal 200 mm, sind wir also für 438 mm Höhe, die halt dafür sorgen, dass eine Last sehr gut abgetragen wird. Nächste Anforderung war, dass das Ganze in einen Container passen muss und nur ein sehr kleines Packmaß haben darf. Das haben wir hinbekommen, indem wir diese komplette Unterkonstruktion hier vorgefertigt haben, aber einfach das Geländer geteilt haben. Das Ganze ist also ein steckbares Geländer. Sorgt dafür, dass ich das Ganze sehr kompakt zusammenbauen und im Container verschiffen kann. Und die Leute, die es auf der Baustelle wieder installieren müssen, brauchen halt nur die Brücke ausrichten. Die packen an den vier Eckpunkten jeweils zwei Anker rein. Dann wird das Geländer hier aufgesteckt, verschraubt und die ganze Brücke ist fertig. An dieser Stelle sieht man dann, wie die Geländer gesteckt sind und man sieht eine kleine Besonderheit. Wir haben gesagt, da kommt irgendein Mixer drauf. Der Motor für den Mixer, dafür haben wir diese Platte hier als Aufnahme gemacht. Da kann man sich vorstellen, man muss irgendwo an eine Verkabelung ran, man muss vielleicht mal im Wartungsfall an den Motor ran. Um das zu ermöglichen, sind wir hingegangen, haben hier Gitterrostsegmente so eingebaut, dass die sehr einfach rausgezogen werden können. Man kann die also seitlich rausnehmen, löst hier zwei Schrauben, schiebt das Gitterrost seitlich raus und dann kann ich hier mit den Händen ohne Probleme an den Motor ran. Jetzt habe ich euch erzählt und auch anhand von Formeln gezeigt, wie sich das mit der Durchbiegung verhält. Damit ihr mal ein Praxisgefühl dafür kriegt, gehen wir jetzt mal in die Fertigung. Da haben wir einen kleinen Versuch aufgebaut, wo wir das einfach mal zeigen und demonstrieren. Wir sind hier in unserer Produktionshalle.
Wir haben hier unseren langjährigen Mitarbeiter Alexander Kromm, der jetzt hier einen Versuch vorbereitet hat, um euch zu zeigen, wie Durchbiegungen bei GFK-Profilen aussieht. Ja, das zeigt, wie weich das sein kann. Und jetzt bauen wir die zweite da drüber, ne? Ja, normalerweise würden wir so ein GFK-Profil jetzt jeden halben Meter mit einer Schraubverbindung oder und einer Klebverbindung hier verbinden, um halt diesen Flächenträgheitsmoment zu erhöhen und die Höhe auszunutzen. Wir haben es jetzt mal mit Schraubzwingen nachgebildet, ist dann angenähert und jetzt könnt ihr mal sehen, was das für einen Effekt hat. So.